Den haben wir nicht dabei, aber also, wir haben jetzt noch eine kleine Liste mit Filmen, die wir besprechen. Genau, wir haben mal so ein bisschen geguckt. Wir haben auch gleich noch jeder auch noch, uns auch noch einen Film ausgesucht aus dem Bereich Polit-Thriller. Aber wir haben hier vorher mal vorbereitet auf unserem Fernseher so ein paar Filme, die mit Politik zu tun haben. So ein paar Klassiker. So, da. Genau. Ja, das ist natürlich erstmal. Fangen wir erstmal an mit dem klassischen Propagandafilm. Achso, das musst du mir erklären, politische Verschwörung. Nee, das nicht. Aber Leni Riefenstahls Triumph des Willens natürlich von dem berühmten Parteitag der NSDAP. Ja, gut. Filmhistorisch, filmtechnisch. Das ist doch kein politischer Film, das ist eine reine Dokumentation. Über alle, ja, aber es ist trotzdem ein Film. Und man kann völlig ohne irgendwelche Manipulationen oder Absichten nur zeigt, was da passiert ist. Ja, so, ist. Oder nicht? Ach so, ja, genau, richtig. Hab ich mal irgendwo gelesen, wahrscheinlich im AfD-Programm oder so. Nee. Ja, ich dachte, ich fange mal in dem Bereich an, natürlich muss man auch mal. Da haben wir auch noch als nächstes sozusagen das Gegenbeispiel. Dass die Amerikaner auch angefangen haben, Propaganda gegen die Nazis zu machen, natürlich. Und zum Beispiel auch mit populären Figuren wie Donald Duck. Kannst du mehr dazu sagen, Volker? Das war natürlich nur kein Spielfilm, sondern nur ein Cartoon, der so 7-8 Minuten läuft, in dem Donald eigentlich eher Albträume hat, in denen er mehr oder weniger ein williger Soldat und Mitläufer zwangsweise in Adolf Hitlers Welt wird. Habe ich vor Jahren auch mal gesehen, ist natürlich in Deutschland lange Zeit nicht gezeigt worden. Und es ist heute noch so, dass es zum Beispiel Sammlungen, DVDs gibt mit sämtlichen Donald Duck-Cartoons, verteilt auf zwei DVD-Sammlungen und der ist nicht dabei, in der deutschen Version. Ah ja, okay. Ja, haben sie nach wie vor weggelassen. Aber ich glaub, man kann ihn online relativ einfach finden, wenn man ihn sich mal angucken möchte. Führers Face, so ein bisschen groteske. Aber ja, das war ja die Zeit Anfang der 40er, in der Disney-Figuren oder auch Superhelden wie Superman, Captain America und so natürlich die Hauptaufgabe war, gegen die Nazis zu kämpfen. Ganz klar. Ja, ja, es gibt ja auch noch in dem Film diverse Anspielungen. Also der Hahn vor dem Haus weckt mit einem Hitlergruß, die Kuckucksuhr ist auf einem Hakenkreuz, also der Kuckuck ist auf einem Hakenkreuz drauf gemacht. Mhm. Und das Haus scheint wohl irgendwie so einen bestimmten Schatten zu werfen, dass es aussieht wie das Gesicht von Adolf Hitler mit dem Scheitel und dem Bart. Mhm. Also da gibt es diverse Anspielungen. Denn auch an ist natürlich klar, allein wenn du hier schon Mein Kampf und das Hakenkreuz siehst, dass das kein Film ist, den man normalerweise jetzt im Programm, wo auch die Kinder sich die Cartoons angucken, dann zeigt jetzt. Ne? Das geht so unkommentiert dann nicht so einfach natürlich, das Ganze. Es gab da auch mal von den Peanuts mal so eine Anti-Kriegsfolge, ne? Kannst du dich daran erinnern? Nee, das weiß ich nicht. Also auch so mit Krieg irgendwas, weiß ich nicht. Gut, aber nicht auf Nazis bezogen. Nee, das ging glaube ich, um Vietnam damals, wenn ich mich erinnere. Ende der 60er oder in den 70er. Ja, das kriege ich aber nicht mehr zusammen jetzt. Fiel mir nur gerade ein. Weiß ich nicht. Ja, ein weiterer Film, nicht unbedingt ein Thriller, sondern eine Komödie in erster Linie. Der große Diktator natürlich. Hier finde ich aber interessant Charlie Chaplins Schlussrede, die er hält, diese Rede an die Menschlichkeit, wurde ihm ja später von McCarthy, dem Kommunistenjäger, als kommunistisch ausgelegt. Er war ja angeklagt und stand ja da vor dem Tribunal. Genau, unter anderem mit dem Schluss dieses Films zu tun, weil er ja so eine, nach dem Motto, es ist genug für alle da und alle Menschen sind gleich und so. Und da merkst du ja auch wieder mal, wie radikal und extrem fanatisch die damals, als diese Kommunisten-Hatz angesagt war, vorgegangen sind. Ne? Ja. Deswegen hat Chaplin ja auch das Land verlassen irgendwann. Aber hier war es natürlich so, das Bemerkenswerte am großen Diktator ist natürlich, dass der gedreht wurde, als der Krieg ja noch lief. Und er damals schon quasi diese Parodie, diese Groteske darauf gemacht hat, als ja Hitler noch an der Macht war. Und Chaplin später sagte, er hätte den Film nicht machen können, wenn er von den KZs gewusst hätte. Genau, von den Gräueln. Dann hätte er den Film gar nicht drehen können. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Dann haben wir hier ein Film, den hat ja damals Hans-Ulrich Pönack als sein Lieblingsfilm hier genannt, Der Untertan. Einer der ersten deutschen Nachkriegsfilme, der sich mal
etwas kritischer dem Thema angenommen hat. Naja, es ist aber ein DEFA-Film und deswegen wurde der Film wiederum von Westdeutschen oft als DDR-Propaganda bezeichnet. Ja, wann ist er entstanden? Weißt 1951. Du das? Gut, aber ja gut, also DEFA-Film, aber in der Zeit, in der natürlich die Trennung noch nicht ganz so radikal war und man es zumindest auch bei uns, glaube ich, gucken konnte. Ja klar, aber es geht natürlich um einen Mann, der autoritätsgläubig ist und im System sozusagen sich nach oben schleimt sozusagen. Ja. Und damit natürlich auch eine harsche Kritik an solchen Autoritäten. Und deswegen war vor allem die konservative bundesdeutsche Presse, also Springerpresse und so weiter, haben diesen Film natürlich bekämpft mit allen Mitteln, ne, und kritisiert. Heute ist es ein Klassiker. Ich habe ihn länger nicht gesehen, aber ich fand ihn auch sehr lustig, als ich ihn mal gesehen habe. Ist ja eine lustige Satire eigentlich. Der Film ist ja zum Lachen. Ist ja kein, ne? Man muss ihn nur richtig verstehen. Der Untertan. Ja, in den 50er Jahren Westdeutschlands gab es jetzt zum Beispiel diesen Film hier, der ist jetzt nicht groß umstritten gewesen, aber immerhin ein Film, der dieses Thema Nazis mal in einem Unterhaltungsfilm zum Thema machte, was ja nicht so oft vorkam. Ja. Es war halt so eine Zeit, in der man eigentlich nicht so gern sich damit beschäftigt hat, in der man lieber bunte Heimatfilme und den Förster vom Silberwald geguckt hat. Und da waren solche Filme halt schon die Ausnahme. So, ne? Genau, Rosen für den Staatsanwalt. Walter Giller spielt einen Kleinkriminellen, der kurz vor Kriegsende zum Tode verurteilt wird von einem Richter, weil er Schokolade geklaut hat, also wegen der Nichtigkeit. Das Todesurteil soll auch vollstreckt werden. Er hat aber Glück, es kommt nämlich ein Bombenangriff in dem Moment und deswegen entkommt er dem der Hinrichtung. Und Jahre später trifft er diesen Richter, der ihn zum Tode verurteilt, wieder. Ja. Das ist nämlich Martin Held. Und der ist mittlerweile angekommen im System, im westdeutschen System, ist ein ganz normaler Staatsanwalt. Er hat aber seine Vergangenheit verschleiert. Und er weiß natürlich, was das für einer war. Ne? Und deswegen ist das ein interessanter... Das war ja auch ein Thema, über das viele lieber nicht gesprochen haben, wie viele ehemalige halt wieder an hohen Positionen... Richtig, genau. Das ist eine Kritik auch daran. Genau. Und will er sich an ihn rächen dann? Oder? Ich habe ihn nicht gesehen, ich kenne ihn nicht. Na, rächen nicht so richtig, nee. Also eigentlich kommt die Angst eher von Martin Held eigentlich. Was wollen Sie von mir? Was beabsichtigen Sie? Und er beabsichtigt eigentlich gar nichts. Er sagt, ja, lassen Sie mich doch in Ruhe. Also dazu fällt mir jetzt noch ein, dass also mein Lieblingsfilm eigentlich, der dieses Thema vor, während und nach der Nazi-Zeit, Leute, die sich immer wie ein Wendehals anpassen und immer irgendwie mit dem Strom schwimmen, da ist Wir Kellerkinder mit Hans-Jörg Felmy und Wolfgang Neuss. Ja, genau. Ja. Oh, den fand ich eigentlich, der ist auch sehr witzig, trotz allem. Das stimmt, ja. Den kann man vielleicht auch noch mal erwähnen in dem Zusammenhang. Ja, ein Film, der wiederum in der DDR für großes Aufsehen sorgte und dann sogar verboten wurde in der DDR, ist Spur der Steine mit Manfred Krug von Frank Beyer. Der Film wurde wegen antisozialistischer Tendenzen dann schließlich verboten. Ja, im Grunde genommen, diese Arbeiter, die begehren so ein bisschen auf gegen ihre Vorgesetzten und so weiter. Und das fand die DDR irgendwie, das ist ja irgendwie nicht staatstreu und nicht staatsgläubig. Das wollen wir hier nicht sehen. Und deswegen ist der Film letztendlich dann verboten worden. Ja gut, und Manfred Krug hat ja dann auch irgendwann da wohl durchaus mit der Aussage des Films so sympathisiert, der ja irgendwann auch die DDR verlassen hat. Ja, gut, das ist noch ein paar Jahre später gewesen. Dieser ist aus den 60ern, ist der ja schon. Ja. Wurde dann 1989 erstmals wieder aufgeführt und auf der Berlinale 1990 hat er dann große Wiederaufführung. Ist bei uns natürlich erst später bekannt geworden eigentlich in dem Sinne dann. Ne? Ja. Also natürlich gab es in der DDR auch umstritten. Zumindest Versuche gab es da, ja, sowas zu machen. Ja, Versuche. So, dann haben wir den hier. Stammheim aus den 80ern. Das Thema RAF. Der berühmte Stammheim-Prozess gegen die ganzen Terroristen, Andreas Baader und so weiter. Den jungen Ulrich Tukur sehen wir unter anderem hier im blauen Hemd. War sehr umstrittener Film damals, als er rauskam bei uns. Genau, der Film wurde auch bei der Berlinale mit dem Goldenen Bär ausgezeichnet. Und die Jurypräsidentin Gina Lollobrigida distanzierte sich öffentlich davon, dass dieser Film den Goldenen Bär bekommt. Es gab Morddrohungen gegen die Juroren und so weiter. Was dem Film letztlich zur Last gelegt wurde oder vorgeworfen wurde, ist, dass er sehr kühl distanziert diesen Prozess zeigt,
aber überhaupt nicht erzählt, was die Motive der Terroristen gewesen ist. Also der Film ist vor allem von Seiten der linken Szene halt sehr bekämpft worden. Ne? Ja, also zu wenig Verständnis für sie. Zu wenig Verständnis für die RAF-Terroristen, ja. Genau. Ich fand es zumindest sehr spannend, weil ich das Thema damals faszinierend fand und auch noch nicht so genau Bescheid wusste über die Bader-Meinhof-Geschichte und so. Insofern fand ich das eigentlich sehr interessant. Wobei der aber sehr öde ist, finde ich. Ja. Also ich finde den späteren dann... Den Bader-Meinhof-Komplex, finde ich, hat mich auch nicht so restlos. Also handwerklich überzeugt. Aber besser gemacht. Ja, das stimmt schon. Das finde ich schon, ja. Hier geht es ja auch nur um den Prozess. Ja, das war halt trotzdem der größere Aufreger damals. Ja, genau. Dann haben wir einen, der war auch weit oben gelistet in unserer Umfrage. Der wäre es fast auch geworden. JFK, Tatort Dallas von Oliver Stone, wo es um das Attentat auf John F. Kennedy geht. Ja, damals ein großer Kinoerfolg. Im Nachhinein betrachtet sagen halt viele, der Film ist im Grunde ein verschwörungstheoretischer Film, weil er Dinge behauptet, die überhaupt nicht bewiesen sind. Mit der Realität offensichtlich nicht viel zu tun. Das ist eher so eine Fantasy-Geschichte. Also der Film schafft es natürlich sehr geschickt, das alles so darzustellen, dass du selber das auch glaubst und dass du auch denkst, das wirkt ja total überzeugend, was Kevin Costner so da rausfindet. Genau. Und so war das bestimmt auch. Yeah. Aber ich glaube, es ist mittlerweile in vielen Punkten ganz klar belegt worden, dass das im Prinzip Unsinn ist, was Oliver Stone da so zusammengefügt hat und dass das nicht haltbar ist. Ne? Das ändert nichts daran, dass der Film für sich gut funktioniert und ein toller, spannender Thriller ist. Er hat nur mit der Realität offensichtlich nicht so viel zu tun. Das ist für mich auch eins der Highlights. Also nachher dann wirklich auch die Gerichtsverhandlung, wo er dann wirklich erzählt, erklärt, wie der Winkel war und dass die, dass John F. Kennedy und sein Begleiter ja 7 Verletzungen hatten, obwohl nur 3 Schüsse abgegeben worden sind und so. Wie das erklärt und so, das ist schon sehr geil. Ich sage ja, das wirkt alles sehr überzeugend. Ja, eben. Ja, aber ihr sagtet ja, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Na, das kannst du halt alles relativ wird ja auch deutlich nachlesen oder dich informieren. Es wird ja auch behauptet, Lee Harvey Oswald hätte ein ganz billiges Gewehr gehabt, mit dem er gar nicht so präzise hätte schießen können. Das stimmt aber gar nicht. Er hat das Gewehr zwar billig erworben, gebraucht, aber es war ein Präzisionsgewehr. Also solche Dinge werden da auch behauptet. Man muss auch grundsätzlich sagen, dass Oliver Stone öfter in seinen Filmen und auch in den Dokumentationsserien, die er so fürs Fernsehen gemacht hat, sich schon oft Sachen so zusammengestellt und so ein bisschen hingebogen hat, wie es halt auch seiner Agenda und seiner, dem, was er erreichen wollte, entspricht. Das hat er schon öfter gemacht. Ja? Er ist ja ein sehr engagierter und politischer Filmemacher. Ja, ja. Aber man kann da vieles finden, wo es auch mit den Fakten nicht so genau ist. Im Prinzip ein bisschen auch wie bei Michael Moore. Gut, der macht nun wirklich nur Dokumentationen, wo das vielleicht sogar noch schlimmer ist. Denn, Stone macht immerhin ja Spielfilme. Da hat man noch vielleicht auch eine gewisse Freiheit, das einfach so zu machen. Ja, ja, gut. Aber, Das ist tatsächlich nicht immer alles wirklich so mit Fakten haltbar, was er dann da so präsentiert. Man hat auch das Gefühl, er macht halb Hollywood mit. Ich meine, wer da alles mitmacht? Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Sissy Spacek, John Candy, Joe Pesci. Also wow, also er ist auf jeden Fall großartig besetzt. Ich finde, der ist auch spannend erzählt, obwohl ich den, der dauert 3 Stunden. Es gibt sogar noch eine Uncut-Version, sagst du? Die Director's noch, Cut gibt Director's es noch. Director's Cut, die noch Minuten, länger. Ja. Der ist ein bisschen zu lang mit 3 Stunden. Also den hätten wir auch kürzer erzählen können. Auch wenn die Geschichte jetzt nicht so unbedingt stimmt und so. Dennoch hat er irgendwie was, finde ich. Also, wie das als Film funktioniert, er super. Ja, ja, du darfst es halt nur nicht alles für bare Münze nehmen. Ja, richtig, genau. Man muss auch klar machen, da gibt es auch andere Theorien als die in diesem Film. Ne? Genau. Dann haben wir hier noch von Al Gore eine unbequeme Wahrheit. Auch wieder ein Dokumentarfilm, der ja sich sehr stark mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Mhm. Das ist ein Film, wo es mittlerweile auch viele Punkte gibt, wo Leute sagen, das ist auch alles nicht ganz so richtig. Ja. Nichts dagegen, einen Film zum Thema Klimawandel zu machen, das ist ein wichtiges Thema. Aber Al Gore zieht sich ja auch ein paar Dinge aus den Fingern, die so auch nicht so richtig... auch ein bisschen manipulativ, heißt es. Also zum Beispiel der arme Eisbär, der auf der Eisscholle da quasi kurz vorm Ertrinken ist, weil er kein Eis mehr unter sich hat. Das ist einfach Quatsch. Die Population der Eisbären nimmt überhaupt nicht ab. Eisbären sind überhaupt nicht vom Aussterben bedroht, nach wie vor nicht. Das ist halt so ein Punkt zum Beispiel, der immer wieder... Aha.
Also kann ich jetzt innerlich nicht beurteilen. Ich habe tatsächlich den auch nicht gesehen. Ich habe diese unbequeme Wahrheit nicht hören wollen damals. Ich habe den nicht geguckt. Ach so. An britischen Schulen darf der Film jedenfalls nicht mehr unkommentiert gezeigt werden. Aber es war ja auch insofern schön. Es muss immer dazu gesagt werden, liebe Kinder, das ist nicht alles unbedingt richtig, was der Elgo euch da erzählt. Das war ja aber auch so ein bisschen sein Weg nach dem gescheiterten Versuch, Präsident zu werden, eine andere Art Karriere einzuschlagen und so auch noch wieder Aufsehen und teilweise auch Ansehen zu erregen mit seinem Buch und seinem Film, weil das war ja beides recht populär damals zumindest. Ja, er hat sogar einen Oscar bekommen für den Dokumentarfilm, ja, das ist richtig. Und eigentlich wäre er ja auch Präsident geworden, wenn die richtig gezählt hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt, ja. Ja. Und dann haben wir noch letztlich den hier. Gut. Eine Komödie, The Interview, natürlich vor allem damals deshalb umstritten, weil es diesen Konflikt mit Nordkorea gegeben hat. Ja. Wo es ja, was war das nochmal? Es wurde ja irgendwie Sony, ein Hackerangriff, ne, gab es irgendwie aus Nordkorea und dann ist der Film erstmal nicht, wollten sie ihn erstmal nicht aufführen, dann haben sie ihn doch aufgeführt und so weiter. Wobei ich den sehr lustig finde. Den hatten wir noch mal besprochen, meine ich doch, ne? Habt ihr den hier auch schon mal besprochen? Ich glaube, wir haben ihn im Kino zusammen gesehen, meine ich mich zu erinnern. Aber okay. Weiß ich nicht genau. Mhm. Ich fand ihn auch lustig, ein witziges Ding. Mhm. Genau, ja. Also James Franco als Trash-TV-Moderator, der die Gelegenheit hat, Kim Jong-un in Nordkorea zu interviewen und, den findet, und ihn dabei ermorden soll. Das ist dann noch der Plan dahinter. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.